Moin Freunde, was geht? Optik ist wieder Becky für euch am Start und heute gibt es eine kleine Reaktion. Wir gucken uns ein paar Videos an, heute mal eins, mal schauen, wie das bei euch ankommt und jo, wenn das ganz gängig ist, würde ich mal behaupten, machen wir eine Serie draus. Ich würde sagen, labern wir nicht viel drum, let's go, kleine Zufallsinfo am Rande. Falls du Bock hast, dass ich auf deinem Video reagiere oder so, schalt einfach im Stream ein, schreib mir rein, Twitch ist natürlich unten auch verlinkt, können wir auch gerne während des Streams machen. Oder du sagst mir einfach in den Kommentaren Bescheid. Let's go. Ich würde behaupten, wir geben uns heute mal ein Excel-Video. Was ist das Neueste? Gucken wir einfach mal. Am Schnitt sind vor 8 Stunden, aber es geht ziemlich lange. Gucken, naja, es regnet, es ist ein bisschen zu kurz. Bruder muss los. Wir gucken uns das an. Let's go. Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel. Ich muss euch sagen, heute ist der beste Tag meines Lebens, nicht weil draußen regnet es, ja. Ich habe auf Instagram vor einer Abstimmung gestartet und habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Nächster Rewe, 250 Meter von mir entfernt, richtig Bock auf Essen, ne? Vanessa ist zu Besuch, ja, ich habe Damenbesuch. Auf freundschaftlicher Ebene zu dem Thema Vanessa und Verlobung gibt es nochmal ein extra Video, weil sehr viele das, ja, das Thema ist schwer. Zu dem Thema mit seiner Schnecke da. Ich glaube, ich habe das Video dazu gesehen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es ging darum, dass er ihren Heiratsantrag im Stream gemacht, wenn ich mich nicht recht erinnere, aber irgendwie war es dann doch nicht so. Oder hä, ich raff's nicht mehr. Wir gucken einfach mal weiter und schauen, was da noch so abgeht. Fast so schwer wie ich, aber das Thema ist halt wirklich ein sehr sensibles und ernstzunehmendes Thema, über das ich mit Vanessa am besten in einem extra Video sprechen möchte, ja. Also ich werde auf jeden Fall ein Video zu dem Thema machen, weil das habt ihr auch verdient. Ich habe an Silvester habe ich die Bombe losgelassen, ja, und ja, stimmt, das war zu Silvester. Da hat er ihren Heiratsantrag gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Stream oder in einem Video war, aber auf jeden Fall weiß ich, dass er ihren Heiratsantrag gemacht hat. Wenn bin ich gut. Das aufzuklären ist das Mindeste, was ich an der Stelle machen kann. Und ja, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe das gesagt und das muss ich auch gut aus der Welt schaffen. Na gut, ein Fehler würde ich das nicht unbedingt behaupten, Excel, aber jeden das seine. Also on stream oder so würde ich sowas eh nie machen, weil ich weiß nicht, es kommt irgendwie ein Dulli. Die eine Sache, aber ein Statement und ein bisschen versuchen, sich zu rechtfertigen, ja. Ja, es gibt eigentlich nicht zu rechtfertigen. Ich muss mich zu dem Thema einfach äußern, ja. Vielleicht werde ich das mit Vanessa machen. Vanessa ist jetzt noch ein paar Tage hier. Vielleicht hat die nachher Lust, dass wir uns hier vor die Kamera setzen und dazu erstmal uns vorher Gedanken machen, welche Themen wir ansprechen möchten, welche Argumente jeder von uns... Lecker Schmecker. Dieser Playbutton, meine Freunde. ...hat beide Seiten, dass man auch beide Seiten nachvollziehen kann und verstehen kann. Und eventuell gibt es da ein Video, wenn sie keine Lust hat, werde ich trotzdem alleine dann halt eins machen. Wenn sie keine Lust hat, jetzt vor der Kamera zu sitzen, kann ich auch verstehen. Ist nicht jedem seins, sehr ungewohnt. Ja, vor allem, wenn dann halt auf einen Schlag das erste Video, in dem man wirklich richtig was zu sagen hat. Ich meine, Vanessa war schon öfter in einem Video von mir dabei, aber dann halt wirklich so das erste Video, wo man wirklich was zu sagen hat und es wirklich primär auch um einen geht, dass dann das erste Video an so viele Menschen quasi gerichtet ist, damit kann auch nicht jeder umgehen und das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch nicht, warum du das online gemacht hast, Digga, und nicht einfach, ich meine, du teilst alles mit deiner Community, kann auch, ist ja auch alles schön und gut, aber ich finde sowas, vor allen Dingen, weil sie ist kein YouTuber oder so, oder Streamerin, für sie ist ein normaler Alltag gang und gäbe und wenn du dann natürlich so eine riesen Bombe loslässt und jeder kennt sie dann, also ich weiß nicht, ich glaube, man hat sie noch nicht gesehen, aber oder doch? Ist ja eigentlich auch Wayne. Aber sie versucht ja ein theoretisch normales Leben zu führen und du hast damit theoretisch also du hast ziemlich in ihr Leben eingegriffen in der Perspektive, also ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Es ist auch, wenn jetzt zum Beispiel, bei mir ist es noch nicht so krass, aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe 150 Abonnenten und 150 Personen stecken hinter dieser Zahl. Das bedeutet, wenn jetzt einer wie mein Bruder oder so hier vor der Kamera sitzen würde, würde das heißen, 150 Leute hätten die Möglichkeit, ihn kennenzulernen oder zumindest zu sehen, wie er aussieht und könnten damit Unfug anstellen, je nachdem.
Und so theoretisch, denke ich mal, wird das irgendwann auslaufen. Und ich hoffe es natürlich nicht, weil ich hoffe, Menschen sollten sich immer so ein bisschen zügeln. Weil die Leute wissen auch, wo er wohnt und allen möglichen Mist. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, ihr versteht das auch, wenn ich dann alleine eins mache, dass dann keiner sauer ist auf Vanessa. So, das war jetzt der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ihr habt auf Instagram abgestimmt, ob ich zum Rewe laufen oder fahren soll. Ich bin ehrlich zu euch, ich hätte einen Scheiß auf die Abstimmung gegeben. Ja, bin ich ehrlich zu euch, wäre gefahren, weil es hat geregnet. Aber ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden und deswegen bin ich ja doch gelaufen. Das ist mir auch schon passiert, aber da musste ich zum Netter laufen. Ist zwar nicht ganz so weit weg von mir, aber trotzdem im Regen ist scheiße. Und das Resultat Und warum machst du dann erst die Abstimmung? Da hättest du auch einfach gleich sagen können, ich fahr zum Rewe. ist, ich war komplett nass, ja, komplett, ich meine, ich war jetzt seit ein paar Tagen, seit, keine Ahnung, seit ich Sigi zum Bahnhof, zum Flughafen gebracht habe, an dem Abend davor war ich das letzte Mal mich waschen. Ja. Ist schon eine Aber Weile ich spule her. jetzt hier mal ein Schreibt's bisschen mir in die vor, damit es Kommentare. auch mal vorwärts Ich geht habe hier. jetzt eine Kippe angemacht, die Kippe ist mir aus dem Mund geflogen und hat mich hier an meiner Wange berührt, an meiner zärtlichen. Und es hat nicht wehgetan, aber ich habe es gemerkt. Extra wieder. Oh nein, Bruder muss los. Wo waren wir jetzt? Ich glaube hier. Hat mich zärtlich an meiner Wange berührt. Das vierte oder fünfte Messer, das ich mir jetzt hole und auch noch so ein teureres, ne? Nicht diese 2-Euro-Messer, sondern 4-Euro-Messer. Deswegen habe ich mir einfach das 2-Euro-Messer jetzt nochmal gekauft. Das ist jetzt das dritte oder vierte 2-Euro-Messer, das ich besitze von dieser Marke. Und ich werde versuchen, das mindestens eine Woche lang zu behalten. Ja, lege ich jetzt hier hin. Man muss sich keine Ziele im Leben setzen. Und das ist anscheinend eins davon. Aber hier Mikro hängt ein bisschen im Weg. Könnt ihr mir nichts sagen oder was? Frechheit. So, dann wieder von der Salatbar. Tomaten und Zwiebeln machen sich auf jeden Fall geil auf Toast, wenn man das schön anbrutzelt im Sandwich Maker. Geil. Da bin ich nicht mal ganz auf der Höhe. Wollte er nicht abnehmen? Und ich glaube, Sandwich dazu ist nicht unbedingt gerade. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Als nächstes, das essentiell Wichtigste beim Sandwich Maker, wenn ihr laktoseintolerant seid oder ihr keinen Käse mögt oder sonst was, gut, es gibt ja auch laktosefreien Käse, 8 Minuten. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall dieses Video nicht bis zum Ende anschauen, weil der Sandwich Maker und die Tätigkeit des Sandwich Makens beruht auf Käse. Ja? Ich kenne niemanden, Ja. ich kenne wirklich keinen Menschen, der bei vollem Verstand und geistigem Vollbesitz einen Sandwich Maker benutzt ohne Käse. Das gibt's einfach nicht. Und das sollte man auch nicht machen. Ja, das ist wie. Du kannst ja, keine Ahnung, eine Banane reinlegen oder so. Oder Schokolade, Digga. Habe ich auch schon mal gemacht. Toast, Schokolade und Quark. Und das in den Sandwich Maker. Mega geil, meine Freunde. Empfehlung. Zur Tankstelle fahren und genau wissen, oh, ich habe mein Geldbeutel vergessen, ja, und dann noch tanken. Ja? Macht man einfach nicht, ja. Macht man nicht, aber ich habe schon mal an der Tankstelle gearbeitet und das kommt öfter vor, als du es dir vorstellen kannst. Und dann tun die so, huch Bruder, huch, was macht man jetzt? Na, du musst immer noch bezahlen, oder? Cheddar. Das ist hier der Cheddar herzhaft. Ich liebe diesen Käse, habe ich auch schon zu Raclette-Stream gegessen. Den kann man sehr gut kombinieren mit einem Sandwich-Maker, weil ich finde, der hat eine schöne Schmelzkonsistenz und auch eine sehr schöne Schmelz-Käse Schmelz, Schmelz. angeht. Die ist doch gar kein Salat, also die ist gar kein Salat. Alles, was so Gemüse ist, das verabscheut sie irgendwie. Sorry, dass ich so ein bisschen vorklippe, aber 15 Minuten ist halt echt Hin lang. und wieder. Das haben wir zweimal gekauft, weil Vanessa isst schon viel. Nee, Spaß, ich esse viel. Ja, dann haben wir noch das hier von der frischen Theke, ne, wie beim letzten Mal beim Raclette-Nahrungsmittelbeschaffungsvideo. Na, Junge. Die Mozzarella, die haben halt echt nicht gehalten bis abends. Ich habe die gefressen. Na, ich feiere das. Ich liebe es einfach. Ihr könnt es eigentlich. Junge. Ey. Ich tue ja fast alles. Ey Leute, jetzt mal ohne Mist. Wir gucken hier das Video und der hat bestimmt schon mehr Kilokalorien gegessen als ich am ganzen Tag. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich der Schlankste bin, aber meine Fresse, Excel. Ich dachte, du wolltest abnehmen, Digga. Ich bin bestimmt, ich weiß nicht, wie groß du bist, aber ich denke mal, du bist zumindest genauso groß wie ich. Also müsstest du ungefähr, ich glaube, 2500 Kilokalorien essen. Aber der Mozzarella, den du gerade reingepfiffen hast und das andere Zeug ist auf jeden Fall schon heftig. Und das ist ja nur so zwischendurch. Also ich bin auch kein Ernährungsberater oder sowas, aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen. Weil ich feiere dich echt und du solltest halt echt auf deine Ernährung achten.
Oder zumindest Sport nebenbei machen. Ich meine, du hast jetzt YouTube, du hast also dementsprechend auch viel Freizeit dafür. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht so zu sagen. Axel Ehrenmann kriegt auf jeden Fall ein Like von mir. Und schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Und wer nicht kennt, sollte es auf jeden Fall tun. Jetzt habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was von ihm kennengelernt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich und sage wieder schauen und reingehauen.